Gareth Bale ist in FC 25 endlich wieder zurück auf dem Fußballplatz und hat eine richtig geile 88er Icon-Karte bekommen. Und wir werden heute gemeinsam testen, ob es der 88er Bale immer noch drauf hat. Dafür habe ich erstmal dieses Glücksrad hier erstellt. Denn dieses Glücksrad wird heute seine Mitspieler bestimmen. Wir gehen direkt rein in den ersten Spin am Glücksrad und es geht rein in einen Player Pick. Beziehungsweise sogar in drei Player Picks. Ich darf drei davon öffnen und mir den besten Spieler dann aussuchen. Here we go, Spin Nummer 1. Zack. Oh, Mario Götze mit einer 80. Asensio, das war sogar ein Teamkollege damals von Bale. Aber der erste war noch nichts. Der zweite muss besser werden. Thuram, wir haben ein Icon oder einen geilen Nuno Mendes Linksverteidiger. Aber einmal geht's noch. Bitte, komm, mit viel Luck. Puskas, 92er Stürmer. Oh mein Gott. Boom, der Kerl mit seiner 92 ist natürlich absolut magisch. Und das Geile daran, er ist auch noch eine echte Real-Legende. Zack, und mit ihm vorne in der Startelf und Bale am rechten Flügel hat Real schon mal eine gute Offensive. Also, naja, fast. Denn eigentlich hat Real ein 1,5-Sterne-Rating. Alle guten Spieler sind weg. Aber Gareth Bale muss mit dem Glücksrad Real Madrid nochmal neu aufbauen und hat dann ein großes Ziel. Ein letztes Mal den Champions-League-Titel zu holen. Dazu braucht es natürlich einiges an Glück und Geschick, damit man einen guten Teambau absolvieren kann. Jetzt mit dem zweiten Spin gehen wir rein in einen 100-Millionen-Plus-Transfer. Denn genau so einer war auch Gareth Bale bei seinem Wechsel zu Real in der Saison 13-14. 101 Millionen, damals der teuerste Spieler aller Zeiten. Und da sind einige spannende Spieler dabei. Paul Pogba nicht mehr in FIFA. Romelu Lukaku komplett abgestürzt. Jude Bellingham, Moises Caicedo, Rice, Cristiano Ronaldo, Jack Grealish. Eden Hazard, auch der hat schon seine Karriere beendet. Und oben natürlich die Topstars. Neymar, Kylian Mbappé, Coutinho, der gefloppt ist. Dembélé, Joao Felix. Das ist schon richtig wild. Und ich will nicht mit Bellingham oder Mbappé den offensichtlichsten Spieler zu Real Madrid zurückholen, sondern Neymar, der ja eigentlich bei Barca gespielt hat. Boom, aber mit ihm haben wir jetzt wirklich eine richtig geile Offensivreihe. Und vor allem Neymar und Bale, da wäre mehr möglich gewesen in der Karriere. Die beiden Jungs werden sich also blendend verstehen und jetzt hat Real schon ein 2-Sterne-Rating. Und das Glücksrad mit über 20 Kategorien ist schon wieder auf der Reise. Einfach mal frei sein, einfach mal dabei sein, Freunde, beim nächsten Transfer. Ein LA Galaxy-Spieler. Denn das war ja damals der letzte Verein, zu dem Bale gewechselt ist, bevor er seine Karriere beendet hat. Was für ein Flex. Ja, weil es am Trikot steht, ne? Lustig. Bitte halt dein Maul. Moment mal, Sekunde, Freunde. Habe ich am Glücksrad LA Galaxy draufgeschrieben? Ich meinte natürlich den LAFC. LA Galaxy, das ist was anderes. Denn das ist der Verein, wo Marco Reus dieses Jahr hingewechselt ist. Aber holla die Waldfee, der LAFC ist noch heftiger. Olivier Giroud, ein 83er Rating Weltmeister. Buanga, Hugo Lloris, der ist auch Weltmeister. Und mit dem hat Bale ja bei Tottenham zusammengespielt. Zugegeben, mit einer 79 nicht der beste Torwart. Aber Bale will ihn unbedingt im Team haben. Und wer bitteschön bin ich, dass ich sage, Gareth Bale, du darfst den nicht im Team haben? Natürlich darf er das. Ich darf dafür das Glücksrad drehen. Und die nächste Kategorie... Junge, ich kann nicht mehr sprechen. Die nächste Kategorie, Kapitän seines Landes auswählen. Denn Gareth Bale war als bester Spieler von Wales natürlich auch immer Kapitän der Waliser. Und ich könnte David Alaba zurück zu Real holen. Der ist immerhin Österreichs Kapitän. Oder Englands Kapitän Harry Kane zu den königlichen Lotsen. Aber dann gewinnt Bale halt ganz sicher keinen Titel. Aber ich habe mich am Ende für einen komplett anderen entschieden. Joshua Kimmich, der ist nämlich der neue Deutschland-Kapitän. Bam, und mit Joshi Kimmich auf hinten rechts hat Bale einen dahinter, auf den er sich verlassen kann. Und auf wen uns wir verlassen können, das ist mein Kollege, der Glücksrad heißt. Und zwar geht er bei der nächsten Kategorie in den höchsten Marktwert knapp rein. Der lag bei Mr. Gareth Bale immerhin bei 90 Millionen Euro. Das sagt doch schon alles aus. Das war ein richtig geiler Baller. Und aktuell gibt es nur drei Spieler mit exakt dem Marktwert. Rafael Leao, Gavi und Cole Palmer. Und die English Wonderboy, der trägt eigentlich Chelsea komplett allein auf seinem Rücken. Der hat sich den Transfer zu Real verdient. Tschüss, Amigos. Und mit ihm hat Real jetzt schon ein 3,5-Sterne-Rating. Aber es ist noch lang nicht Schluss. Wir haben insgesamt 11 Spiele in der Startelf und dann auch noch die Ersatzbank, die wir drehen dürfen. Als nächstes bekommen wir einen 90-Plus-Tempo-Spieler. Und warum, Freunde? Das ist völlig klar. Bales Karte hat 95 Tempo und guckt euch an, warum. Dieser Lauf gegen Bartra, wie er den hier abfrühstückt, ist einfach mit dem Tempo vorbei. Der kommt nicht nach. Und dann vollendet er das Ding auch noch. Tschüss. Und wie wär's, Freunde, wenn sich Real einen Linksverteidiger mit 95 Tempo gönnen würde? Theo Hernandez hat auch ein 87er Rating. Tschüss, Freunde, ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht, aber der sieht ja richtig baba in der Linksverteidigung aus. Und bei ihm gibt's ja auch das Gerücht, dass er vielleicht zum FC Bayern wechseln könnte. Alter, das wäre ein Wahnsinnsdeal. Was jetzt auch noch wahnsinnig wäre, wenn wir zwei wahnsinnig geile Innenverteidiger bekommen würden und das Glücksrad? Ja,
Das gönnt beim nächsten Pick ne Icon. Das ist die Liste von Spielern, an denen wir uns bedienen können. Paolo Maldini als Bester mit einer 92 wäre richtig wild. Lothar Matthäus, auf den hätte ich auch irgendwie Bock. Oder Fabio Cannavaro, der hat ja bei Real Madrid gespielt und wurde dort auch Weltfußballer. Und es ist, denke ich, nur fair, dass ich den Ballon d'Or-Sieger von 2006 zurück zu den Königlichen hole. Leco mio, jetzt fehlt nur noch ein Innenverteidiger, dann ist die Viererkette absolut undurchdringlich. Drei Spieler kann ich noch für die Startelf holen, einen Innenverteidiger und zwei Spieler fürs Mittelfeld brauche ich. Als nächstes bekomme ich aber einen mindestens fünfmaligen Champions-League-Sieger dazu. Und kleiner Spoiler, es gibt nicht allzu viele Spieler, die mindestens fünf Champions-League-Titel haben. Aber Modric, Kroos, Carvajal, Nacho, die haben sogar schon sechs. Und hier unten Gareth Bale ist einer, der fünf mit Real gezogen hat. Ah, und ich bin im Überlegen, Freunde. Hole ich den 86er Dani Carvajal als Rechtsverteidiger zurück zu Real oder den 86er Modric fürs Mittelfeld? Denn das Ding ist, Freunde, Kimmich könnte natürlich ja auch auf beiden Positionen im Mittelfeld spielen, aber ich habe mich jetzt trotzdem für die Legende Luka Modric entschieden. Der Bruder ist zwar schon knackige 39, aber immer noch top in Schuss. Und auch der Kroate hat ja wie Cannavaro schon mal einen Ballon d'Or gewonnen. Wer weiß, vielleicht landen wir beim nächsten Spin wieder auf einem Ballon d'Or-Sieger. Na, oder beim FC 25 Spielautomaten. Let's go, Amigos. Drei Versuche Zeit, einen Spieler darf ich auswählen. Wir starten mit einem Stürmer Rare Silber. Okay, ist schon uninteressant. Wer ist es? Szene. Ja, den braucht man nicht. Versuch Nummer 2, bitte einen Innenverteidiger. Es wird ein ZOM, Rare Silber schon wieder. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Pech? Ja, wir haben richtiges Pech. Was ein Wortspiel. Nein. Aber komm, El Ultimo, der Letzte für die Königlichen. Rechter Flügel, da spielt Bale, aber wenigstens Rare Gold aus der Premier League. Italien, yeah, Federico Chiesa, da bin ich fit. Hä, Bruder, was für da bin ich fit? Das geht für mich fit, wollte ich sagen. Was ist denn mit Carsten los? Willkommen bei Real Madrid, Frederik, der Käsemann. Der passt zwar leider nicht in die Startelf, aber auf der Bank, da brauchen wir ja wie gesagt auch noch Spieler. Und schön langsam wird's ja auch mit Base Real Madrid. 4-Sterne-Rating sieht schon besser aus. Wir haben jetzt aber erstmal noch einen Spin für die Startelf über. Danach geht's auf die Ersatzbank, geht's in den Ex-Verein oder in den Draft-Pick. Es wird knapp der Ex-Verein. Und da stehen bei Gareth Bale Southampton, Tottenham, Real Madrid und der LAFC zur Auswahl. Und ganz ehrlich, Freunde, ich würde mir richtig gern jemanden von Tottenham holen. Heung-min Son mit einer 87, aber den brauchen wir in der Offensive nicht. Madison ist auch zu offensiv. Romero als Innenverteidiger oder Vicario fürs Tor. Das wäre richtig interessant. Und ich habe mich tatsächlich für den Italiener entschieden, was bitter für Lloris ist, denn der wurde ja damals auch von Vicario bei Tottenham verdrängt. Bales Real Madrid hat damit jetzt ein 4,5-Sterne-Rating, aber es geht noch auf die Ersatzbank. Bei der nächsten Kategorie darf ich mir direkt zwei Spieler holen, und zwar aus Jahrgang 1989. Die smarten Hasen unter euch haben wahrscheinlich schon gecheckt, dass Gareth Bale ja auch 1989 geboren ist, und Spieler, die noch aktiv sind, sind Thomas Müller, Henrik Mkhitaryan, Aubameyang, Marco Reus oder auch Mr. Marco Arnautovic. Oder Alderweireld für die Innenverteidigung. Aber weil ich sowieso zwei Transfers tätigen durfte, habe ich mich für Tobi Alderweireld und Thomas Müller entschieden. Tschüss, damit hat das Team jetzt eine komplette 80-plus Startelf und wir können uns noch um die Upgrades kümmern. Und aufgepasst, Freunde, auch von der nächsten Glücksrad-Kategorie dürfen wir wieder zwei Spieler verpflichten, aber das geht in Wales. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Yep, das ist absolut richtig. Bale und Ian Rush, zwei Icons aus Wales, aber dann Brennan Johnson mit einer 78 schon das höchste der Gefühle. Naja, ich habe mich am Ende für Johnson und Davis entschieden. Aber Good News, Freunde, durch die beiden hat Real das 5-Sterne-Rating erreicht. Und eine letzte Kategorie gönnen wir uns noch. Die letzten drei Spieler der Ersatzbank werden mit der nächsten Kategorie bestimmt und das wird ein Draft-Pick. Okay, und ich muss jetzt smart sein, Freunde. Wir brauchen noch einen besseren Innenverteidiger. Here we go, da haben wir die besten Chancen. Zack, Saliba, Rojo und Carvalho. Beziehungsweise habe ich mich am Ende doch für Ginter für die Ersatzbank entschieden. Ich wollte dem den Realtransfer gönnen. Und damit ist das hier das fertige Bale Real Madrid Dream Team, das es jetzt in der Champions League regeln muss. Und der Start ist super, aber knapp 1-0 gegen Stuttgart. Ha, und dann wie im Real Life eine Niederlage gegen Lille. Aber Bale hat das erste Tor geschossen und unser Torwart ist verletzt. Echt super. Aber gegen Dortmund gibt es ein 3-1, Bale wieder mit einem Tor. Auch der AC Mailand ist kein Problem, 2-0 und wieder Bale mit einem Treffer. Ja, damit ist er in der Torjägerliste auf Platz 25, da geht noch mehr. Nicht aber gegen Liverpool, unentschieden. Tschüss, aber Bale bringt aktuell hervorragende Leistungen und glaubt mir, da kann noch mehr kommen, auch wenn sein Gesicht ein bisschen komisch aussieht hier. Weniger komisch das 2-0 gegen Atalanta. Puh, ja, und dann noch ein knapperes 2-1 gegen Salzburg. Vor dem letzten Ligaspieltag sieht's gut aus. Ein Punkt und man ist schon safe im Achtelfinale. Ja, und gegen Brest holt man den locker mit einem 4-1 Auswärtssieg. Am Ende wurde in der Liga sogar der starke dritte Platz und das Achtelfinalduell eher leicht mit der AS Monaco.
Aber Bale muss jetzt mal wieder treffen. Hat er getroffen? Nein, wieder nicht. Aber ein 2-1-Auswärts, da darf nichts mehr anbrennen. 5-1 im Rückspiel, da muss er doch getroffen haben. Hat wieder nicht getroffen. Damit hat er auch in der Torjägerliste abreißen müssen. Auf Platz 6 immerhin Cole Palmer mit 8 Treffern von Real. Und Puskas auch noch dahinter mit 7 Toren. Aber von Bale unter den ersten 25 leider nichts zu sehen. Dafür ein leichtes Viertelfinale auch noch gegen Atalanta. Gutes Hinspiel. What? 1-4 zu Hause? Was ist hier los? Ey, ich glaub, mich tritt ein Pferd, Freunde. Wie kann diese Realmannschaft 1-4 zu Hause gegen Atalanta Bergamo verlieren? Puh, Gareth, jetzt ist natürlich Druck am Kessel im Rückspiel. Geht nochmal was. 2-1. Ja, ist zu wenig. Oh Gott, ist das bitter. Gareth Bales Königlichen scheitern im Viertelfinale an Atalanta. Das darf nicht passieren. Der Mann aus Wales gewinnt damit leider nicht seinen 6. Champions League-Titel, aber das Gute ist, er ist ja wieder in FC 25 dabei. Und wenn dir dieses Video mit der Karte gefallen hat, bin ich mir sicher, wirst du auch mit der hier Spaß haben. Hier klicken. Und wir sehen uns gleich wieder.